Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Ritzert. Ich freue mich wieder sehr darüber, dass Sie dabei sind bei unserem heutigen Blogbeitrag Nummer 33. Die drei größten Fehler bei der Preisverhandlung, die ich immer leider wieder feststelle bei Kolleginnen und Kollegen, die sie machen im Einkauf- oder Verkaufsprozess. Ich weiß nicht warum, aber diese Fehler passieren und die nehmen jegliche Chance, einen adäquaten Preis sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf zu bekommen. Was meine ich damit? Welche Fehler kann man machen? Klassiker Immobilieneinkauf. Bei der Objektbesichtigung bereits eine Aussage zu einem Preis treffen, weil der Verkäufer sie so motiviert oder so nervt zu sagen, lieber Makler, sagen Sie da was. Folgendes Beispiel, Sie sind bei einer Besichtigung, sind froh, einen Termin zu haben, kann ich alles nachvollziehen. Sind da, wollen keinen Stress, wollen keinen Widerstand. Sind im Haus drin, wissen, 5 Stück sind noch hinten dran und die weiteren 10 klopfen bereits oder kratzen an der Tür und wollen auch ins Haus rein. Und was fragt der Verkäufer Sie am Ende? Lieber Makler, ich habe jetzt 5 Tage gehabt, ich habe 5 Aussagen zu meinem Haus bekommen, die behalte ich für mich. Sagen Sie doch mal, was meinen Sie denn? Sie haben das Haus doch jetzt gesehen, was meinen Sie denn zu dem Wert meines Hauses? Und Sie glauben gar nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen jetzt genau das als Anlass nehmen, einen Preis zu nennen. Machen Sie das auch so? Würden Sie das tun? Warum würden Sie das tun? Was bringt es? Welchen Nutzen haben Sie damit verbunden? Der Nutzen für den Verkäufer ist klar, der will irgendwas hören. So, die Angst des Maklers möglicherweise, oh, wenn ich zu tief ansetze, kickt er mich raus. Soll aber gar nicht sein. Sie sollen sich gerade, weil viele Makler da sind, positionieren. Und eben anders als die anderen. Ich gebe Ihnen bereits jetzt schon eine Antwort darauf, wie Sie als Profi damit umgehen und wie Sie auch lernen, bei uns damit umzugehen. Der Kunde könnte sagen, der Verkäufer, lieber Herr Ritzert, lieber Herr Makler, Sie sind so toll, Sie treten so toll auf, Sie haben echt Ahnung, Sie haben Fachwissen, gerade weil Sie doch Ahnung haben, können Sie was sagen zum Preis. Was machen Sie? Sie antworten professionell. Danke für die netten Worte, danke dafür, dass Sie meine Fachkompetenz so für sich annehmen. Das antworten Sie mit der Boomerang-Technik, sagen ja, positive Reflexion, danke das. Und antworten, lieber Herr Verkäufer, gerade weil ich Profi bin, gerade weil ich so viel Kompetenz habe, gerade weil ich weiß, wie es funktioniert, erlauben Sie mir heute diese Frage noch nicht zu beantworten. Warum kann ich es nicht beantworten? Ich habe das Haus gesehen, wie der Arzt den Patienten sieht von außen. Aber ich möchte doch auch jetzt erstmal Unterlagen haben. Das heißt, ich muss erstmal das Haus bewerten, einwerten und danach gebe ich Ihnen gerne alle Auskünfte, die Sie brauchen, die Sie auch bekommen werden von mir, um eine klare, strukturierte Aussage zu Ihrem Haus zu machen. Jetzt kommen wir gleich zu einer zweiten Sache, nämlich die meisten Makler geben eben die Aussage, ohne die Information eingesehen zu haben. Und als Profimakler können Sie doch nur Aussagen treffen, wie der Arzt doch auch, wenn er was macht, wenn der Kunden analysiert. Also auch hier der zweite Fehler, der gemacht wird, dass eben Aussagen getroffen werden, ohne im Detail alle Informationen zum Haus zu haben. Baugenehmigung, Geschossflächen, Wohnflächen, Grundflächen, Abstandsflächenübernahmen. All diese Dinge müssen doch erstmal geprüft und gecheckt werden, bevor Sie eine Aussage treffen. Natürlich haben Sie als Makler eine Grundeinschätzung, wie Sie als Arzt auch eine haben, wenn Sie einen Patienten sehen, sagt, der steht gerade da, der guckt mir in die Augen, der müsste eigentlich gesund sein. Aber um einen genauen Befund zu liefern, muss er was machen? Er muss sie untersuchen. Das machen Sie auch, indem Sie eben die Belege haben. Also will damit sagen, viele Makler machen das eben nicht und geben Aussagen oder geben eine Preisaussage weiter, die sie gar nicht treffen können, ohne alles gesehen zu haben, wie der Arzt. Was würden Sie von einem Arzt dann halten, der Sie, ohne genau untersucht zu haben, eine Aussage trifft über ihren Zustand der Gesundheit? Ganz klar. Also auch hier Fehler. Ohne Aussagen, ohne Belege sollte man keine Aussage, ohne Einsicht in die Unterlagen, ohne Belege sollten Sie im Prinzip keine Aussage treffen. Und das Gleiche gilt auch beim Verkauf. Wir reden vom Verkauf jetzt ganz am Anfang oder während der Besichtigung, wenn der Kunde sagt, lieber Herr Makler, was ist denn im Preis noch drin? Gibt es ja auch am Telefon, am Ersttelefonat. Lieber Herr Makler, tolles Haus, aber ich sage Ihnen gleich, eigentlich viel zu teuer. Was ist denn da noch drin? Kann man da über den Preis noch reden? Und der Makler antwortet, oh danke, dass Sie mich fragen. Ich wollte Sie gerade beantworten. Ja, natürlich geht da was. Käse. Also auch hier erst einmal klar positionieren, warum es eben noch keine Aussagen dazu gibt. Und das alles unter anderem sind eben diese drei Fehler, die gemacht werden. Und die Fehler passieren deshalb, weil man eben nicht weiß, wie man trainiert darauf antworten soll. Und Sie können das ganz elegant lösen, indem Sie halt wissen, wie es funktioniert. Und dazu bedarf es Trainings der Information erst einmal und Trainings dazu, damit Sie mit diesen Aussagen ganz souverän umgehen können und vor allen Dingen sich positionieren.
Weil viele Makler antworten darauf. Und wenn sie eben anders antworten, anders sind, hört man ihnen mehr, möglicherweise mehr als dem anderen zu, weil sie eben auch anders sind. Ob besser entscheidet immer der Kunde. Aber letztendlich geht es mir darum, sich zu positionieren. Und das machen sie eben nicht, wenn sie komplett mit dem gesamten Strom mitschwimmen, sondern Dinge eben so machen, damit sie Sinn machen. Und das ist unter anderem das, was ich Ihnen weiterreichen möchte. Also das sind die drei Hauptfehler, gerade wenn es um Preisverhandlungen geht. Gleichen Preis rausschießen, ohne prüfende Informationen und eben auch hier Nachlese sofort annehmen. Und wann gebe ich denn noch Nachlese? Wenn ich überzeugt vom Preis bin, ist ja oftmals das Thema. Als Makler nehmen Sie ein Mandat, sagen, ich habe es halt jetzt nochmal viel zu teuer. Und der Kunde sagt, aha, was geht noch? Und dann besetzen Sie automatisch im Hinterkopf, aber der hat gemerkt, viel zu teuer, da geht noch irgendwas. Käse. Haben Sie keine Überzeugung? Den Preis darzustellen, zu positionieren, sollten Sie Mandat nicht übernehmen. Also, das als Hinweis dazu, aber das ist nicht ein weitergehendes Thema. Heute haben wir darüber gesprochen, was sind die drei größten Fehler bei Preisverhandlungen. Also, das zum heutigen Blog. Machen Sie es gut. Maximaler Erfolg für Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Ritzert.